Willkommen zurück zu Mario und Sonic bei den Olympischen Winterspielen beim Sportfest. Sind wir bei Tag 5 von 17? Und wir zocken als erstes Snowboard Cross. Also das alles überspringen wir. Also, das kennen wir schon alles. Tricks. Warum wurde es nicht gewertet? Egal. Hallo? Es wird nicht gewertet. Betrug. Zählt nicht. Ich kann Tricks ausführen, der lässt es nicht werten. Also, 10 leuchtende Tore. Ich mach Tricks. Es wird nicht gewertet. Habe ich leider verpasst. Er wird nicht gewertet, wenn ich da irgendwelche Tricks mache. Weiß nicht, was da los ist. Also, wenn es mir einer erklären kann, dann bitte. Das war toll, 4 Punkte. Okay. Gut, das kennen wir bereits. Also ich finde es schön, dass bei Tricks die Bewegungsstörung nicht funktioniert, aber sonst wo überall. Das ist schon mal beruhigend. In irgendeiner Art und Weise. Okay. Jetzt einfach nur die Geschwindigkeit behalten. Ah, verdammt. Ja, nur ganz knapp hinter dem Rekord, weil ich einmal kurz die Wand berührt habe. Ansonsten scheine ich echt eine äußerst gute Leistung gerade am Tag zu legen. Okay, jetzt hin wieder verlasse ich mal. Die Boost. Okay. Jetzt bin ich gespannt. Natürlich Erster. Aber sowas von Erster. Ich will keine Geisterdaten erstellen. Immer noch nicht.
Geschafft. Natürlich kommt erst noch ein Rivale. Im Eisschnelllauf. Da ging mir so ein komischen Roboter aus irgendeinem Sonic-Spiel. Gegen Omega. Aber ich muss auch immer im Takt dann so nach rechts. Shit. Also geht's viel einfacher. Okay, ich habe eine Taktik rausgefunden. Ja, von links nach rechts machen, anstatt immer von links, Mitte. Okay. Den habe ich mal abgesahnt. Ich skippe die Texte zu schnell weg, aber sie sind nicht wichtig, glaubt mir. Gut, und dann wären wir jetzt auch schon bei Tag 6. Tag 6! Sag ich doch. Also kann ich jetzt heute nur shoppen. Anstatt es Disziplin gibt. Kein Bock. Tag 7. Das ging schnell. Kunstlauf. Hat er eben gesagt Eisenlaufen? Oder Eislaufen? Oder habe ich zu viel Schmalz in den Ohren? Ah, Tutorial. Ja, folge den Anweisungen. Dass ein Pfeil, der nach unten zeigt. Was wird wohl zu tun sein? Ich kann's mir nicht vorstellen. Oh mein Gott. Da wird die ganze Zeit abgebildet, was zu tun ist. Ich hatte keine Ahnung. Ich hab gleich auf Minus gedrückt. Es ist wahrscheinlich besser, dass dieser Fehler entstanden ist. Das ist ja immer beim Kreisen. Das habe ich doch eigentlich genauso gemacht. Achso. Ich verstehe. Ich verstehe. Kommt davon, wenn das Tutorial wächst, gibt übrigens. Hä? Hä? Okay, das verstehe ich nicht. Das letzte verstehe ich nicht. Habe ich genauso gemacht, aber... Meh.
Hat dir nicht schwerten lassen, der Sack. Gut. Dann geht jetzt hier wohl die ganz normale Abfahrt. Ja, ist jetzt nicht super spannend. Hätten nicht hier eine halbe Sekunde verloren haben, übrigens. Aber ich glaube, das ist so ein Vergleich zu irgendeinem Geist-Rekord, was mich nicht juckt. Ab. Ich bremse ab. Hallo? Die Fernbedienung. Okay, die Fernbedienung hat leider gespackt. Hallo, ich lenke nach! Ich lenke nach rechts und der macht einfach nicht. Der macht nicht. Alter. Bewegungssteuerung sackt immer noch. Hier schon wieder. Schon wieder. Ja, lenk doch mal. Oh, das ist schon wirklich so scheiße. Ich glaube, der kennt das nicht, dass ich rumlenke. Das ist richtig scheiße mit der Bewegungssteuerung. Einfach die Wii, die ist einfach so überhaupt nicht ausgelegt für Wii. Für Steuerung, das funktioniert einfach überhaupt nicht. Ja, ich lenke die ganze Zeit nach rechts, aber der macht nicht! Ich lenke die ganze Zeit nach rechts. Und der bewegt sich kein Stück nach rechts. Das ist richtig schlecht programmiert. Richtig schlecht. Das liegt halt allgemein daran, wenn man halt eben alles mit Bewegungsstörungen macht, die einfach bei der Wii nicht funktioniert. Ja gut, wahrscheinlich irgendwie Siebter oder so, was einfach komplett unverdient ist. Einfach so komplett unverdient. Nein, das Spiel hat verloren. Die Entwickler haben verloren, weil die da so eine Scheiße gemacht haben. Gosh, das ist dann so schwer, einfach, dass man mit einem dummen Joystick das Ganze machen kann. Dafür braucht man nicht viele Gehirnzellen. Ich meine, ich muss die ganze Zeit mit dem Nunchuck spielen. Der hat einen Joystick. Warum kann ich den nicht benutzen? Also, ich weiß nicht, was in den Köpfen der Entwickler zu Wii-Zeiten vorgegangen ist, aber wirklich jedes Spiel, jedes halbe Spiel auf der Wii benutzt Bewegungsstörung, die komplett verbuggt ist und nicht funktioniert. Ich verstehe es nicht. Eigentlich möchte ich auch die Spiele überhaupt gar nicht let's playen, einfach weil es nicht worth ist. Hätte ich es nicht mal vor 2 Jahren aus irgendeinem Grund angekündigt, weil mir da nichts Besseres eingefallen ist. Na, jetzt wenigstens funktioniert. Schon erwähnt, dass die Tricks funktionieren nicht. Danke. Lenke! Gosh. Bremse. Und jetzt gibt Gas. Komm, machen wir schön. Das checkt der nicht. Ey, ey. Hallo, Lenke. Lenke doch mal! Oder kann man wirklich so überhaupt gar nicht lenken? Ich versteh's nicht. Ich lenke doch. Nur die Wii-Fernbedienung checkt es nicht. Ich kann doch auch. Ja, jetzt habe ich mal ein bisschen mehr gelenkt, weil er eben nicht gelenkt hat. Und jetzt lerne ich ja schon direkt im Abseits. Ist ja schön, dass das Spiel fair ist. Ja, 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 ja. Komm, komm. Lenk halt noch langsamer. Ich hab's verstanden. Ah! Bewegungsstörung funktioniert immer noch nicht. Ja, geil, das weitere Mal, dass ich wegen Bewegungsstörung verloren habe. Ja, toll. 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 Toll gemacht. Chapeau an den Entwickler. Ich meine auch sogar. Ja, Zeit für eine Pause. Das Spiel hat erkannt, dass ich gerade aggro bin. Nee.
Der Toad hat recht. Irgendwann tritt dieser Bug nicht auf. Wahrscheinlich ist es kein Bug, sondern keine Ahnung. Ich meine, was ist so schwer daran? Wenn ich nach links die Wii-Verbindung mache, dass es dann erkennt. Ich stehe gar nicht so nah, gar nicht so weit vom dummen Sensor weg, weil ich weiß, dass er auf. Okay, das hat er irgendwie auch nicht gecheckt oder habe ich da selber verkackt? Kann ich nicht genau sagen. Ich weiß, ich will nicht wegen meinen Fehlern das jetzt hier auf die Programmierer schieben. Das will ich auch nicht verhindern, also gut, das akzeptiere ich, dass ich da den Start verkackt habe. Das hingegen akzeptiere ich schon wieder nicht, er lenkt mal wieder nicht. Er lenkt nicht. Ernsthaft? Lenke doch mal! Doch dieses ganze Dumme bewegt deine die Fernbedienung zurück. Das geht alles nicht. Gut, jetzt hat er erstmal kapiert, wie man es macht. Jetzt hat er auch kapiert, wie man um die Kurve lenkt. Gut. Jetzt funktioniert's. Ja, wenn es funktioniert, dann läuft es. Also das Spiel ist nicht schwer, weil es schwer ist, sondern es ist einfach ein Kampf gegen sich selbst praktisch. Na gut, jetzt habe ich es. Weil es jetzt gegen Ende funktioniert hat. Nur deswegen habe ich es jetzt geschafft und eben nicht. Ich meine, das Spiel ist ja wirklich easy. Kommt fast schon so vor, als ob die Entwickler das extra dumm gemacht haben, weil die ganz genau wissen, dass sie das Spiel einfach programmiert haben. Naja, ich will nicht sagen, es gibt zwei Missionen, die sind ätzend. Gut. Na komm, einen Tag mache ich noch. Und. Ja. Sowas von vorne. Ich glaube auch, selbst wenn ich mal irgendwann irgendwas verkacke, dass ich dann. Ich glaube, das Spiel hat sogar einen erwartet, dass man irgendwann mal verkackt. Das Spiel bin ja mit den Punkten ja ultra weit von. Das, obwohl ich ja die letzte Disziplin komplett verkackt habe. Ja, ist klar. Ah, nein. Das funktioniert immer super. Ja, jetzt neigen. Runde 2. Ja, ich hab's gecheckt. Also von der wäre sowieso das Ziel gewesen. Jetzt muss ich Münzen sammeln. Alle. Ja, dann sag auch mal los. Der sagt fertig und dann dauert es 100 Jahre, bis er los sagt irgendwann. Ah, ich muss so lange fahren, bis ich irgendwann mal alle Münzen gesammelt habe. Okay, ich hab verstanden. Ich hab's verstanden. Ja, dann lenk auch nach links, du Dödel. Ja, jetzt sollst du nach rechts machen. Jetzt hab ich extra nach links gemacht. Ah! Ätzend. Ach komm! Die Störung ändert sich so beschissen mittendrin. Alter. Das war kackig. Nö, verkacke ich nicht. Und ein Punkt. Yay, ehre den Punkt. Gut.
Die Störung funktioniert immer noch durch Schneiden. Beziehungsweise funktioniert nicht. Warum sollte ich hier bremsen, liebes Spiel? Frag es mir. Ich muss hier durch 10 Ringe fahren. Ja, geschafft, lol. Ich hab sogar das Dreifache. Gibt sogar 4 nice Punkte dafür. Das Spiel hat erkannt, wer hier der Bessere ist. Skispringen-Traum. Eierplanet-Galaxie. Ich habe übrigens als Kind nicht gecheckt, dass das eine Mario-Galaxy-Referenz ist. Das ist sowas von eine Mario-Galaxy-Referenz. Oh, und ich glaube, die Musik war auch ein kleiner Remix, oder? Aber ich weiß nicht mehr ganz, wie es ging. Oh mein Gott, die Musik gut. Aber auch nur, weil sie von Mario Galaxy 1, wie gesagt, geklaut wurde. Kommt drauf an, Punkte zu sammeln, ne? Gut. Oh, man kann sich fast gar nicht bewegen. Die Steuerung ist übrigens hier so ätzend. Nein, komm, stehl mir die Points. Das darf nicht wahr sein. Man kann sich einfach so null bewegen. Man kann sich einfach so null bewegen. Das ist richtig kacke eigentlich. Wenigstens. 50er. Ich bin die dumme Bälle. Das, wieso bin ich? Wieso? Nein, lenke. Okay, nimm den 10er mit. Jetzt nach unten. War nicht so weit. Nein. Ach wie, man muss da noch landen? Wusste ich nicht. Ja gut, bin immer noch Zweiter. Siegerehrung! Eine neue Disziplin steht zur Verfügung. Yay, ich freue mich. Und, Rivale? Zweite Hälfte. Gut, ich würde mal sagen, das alles gibt's im nächsten Part. Dann sag ich an der Stelle, ciao Leute.